Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Read Skyrim und wir machen da weiter mit der Wolf-Partie, nämlich Lykanthropische Legenden von Himmelsrand von Lentulus Eventius, Orden des Horns. Ich hatte dieselben Gerüchte gehört wie alle anderen auch, dass es im Himmelsrand von verschiedenen Formen der Lykanthropie nur so wimmle. Ich hatte schon eine ganze Weile lang Werwölfe studiert und wollte nun endlich herausfinden, ob etwas an den Geschichten von Werbären sei, ja, wegen meiner schwächlichen Gesundheit entschied ich mich, diese Untersuchung im warmen Sommer durchzuführen. Ich fand schnell heraus, dass die normalen Dörfler in diesem Land völlig nutzlos sind, während in Cyrodiil selbst die jüngsten Kinder die Fauna ihrer Umgebung kennen, erzählen hier selbst die angeblich weisen Männer von Einhörnern und fliegenden Pferden in einem Atemzug mit Werbären, weshalb ich keinen Pfifferling auf diese Geschichten gebe. Ich habe zwar sicherlich ihre Traditionen wie bestimmte Pflanzen und Rituale, um Werbären abzuwehren, aber es gibt weder verlässliche Augenzeugenberichte noch irgendwelche Überreste. Jeder hat einen Vetter oder Bekannten, der irgendwann mal einen gesehen haben soll, aber keine dieser Anekdoten hielt einer genaueren Überprüfung stand. Ich will diese Geschichten nicht komplett ins Reich der Fabeln verbannen, aber ich muss einfach annehmen, dass sie aus ungezügelten Erzählungen über besonders bösartige, aber keinesfalls übernatürliche Bären entsprungen sind. Legenden können ein Eigenleben entwickeln, besonders wenn sie ein Körnchen Wahrheit enthalten, so wie die hier reale Bedrohung durch Werwölfe. Ich befürchte, dass durch die Verbreitung von Geschichten über möglicherweise erfundene, zumindest aber seltene Bestien die Gefahr, die durch echte Bestien entsteht, nicht mehr ernst genommen werden könnte. Aber wenn die Bewohner Himmelrands ein rückständiges Leben bevorzugen, indem sie sich vor Wolken und Schatten fürchten, werde ich sie nicht daran abhalten. Die Werwölfe in diesem Land sind seltsam, zumindest sind es die Legenden über sie. In Anbetracht des nordischen Hangs zur Prahlerei hatte ich erwartet, in den Städten Werwolfspelze an den Wänden, Werwolfsköpfe auf Spießen und ähnliches zu sehen. Jedoch werden sie in gesitteter Gesellschaft nicht einmal erwähnt und meine Fragen wurden zumeist nur mit nervösen Blicken beantwortet. Da ich vermute, dass einfache Leute vielleicht schlicht feiger waren, als meine Nordbekannten in Cyrodiil mich vermuten ließen, suchte ich jene auf, die für ihren Mut bekannt waren, die Gefährten der angeblich furchtlosen Kriegergilde Weißlaufs erblassten jedoch, als ich das Thema anschnitt und baten mich, unverzüglich zu gehen. Ich hatte mehr von ihnen erwartet und war enttäuscht davon, wie schnell sich tapfere Männer und Frauen von einfachen Geschichten ins Bockshorn jagen lassen. Jenseits der Siedlungen in der Wildnis traf ich oft Jäger, die willens waren, mir von den Wesen, die sie erlegt hatten, zu berichten. Einer von ihnen, ein Mann namens Karstenhammer Rücken, war der erste und leider der einzige, der überprüfbare Geschichten von Werwölfen in der Provinz erzählen konnte, und er hatte Pelze und Klauen, um seine Geschichten zu belegen. Als ich mich gerade darüber freute, echte Beweise für die Bestien vor Ort zu finden, fingen seine Augen an, verschwörerisch zu funkeln, und er erzählte mir von einer Gruppe von Werwolfjägern und ihren Erfolg bei der Jagd nach diesen Kreaturen. Ich ließ ihn seine Speichel aufwischen und er setzte meine Reise fort. Letztlich bedauerte ich, dass meine Reise nach Himmelsrand nicht produktiver war, falls es wirklich so ist, dass die Werwesen hier anders und mächtiger als unsere heimische Variante sind, könnten sie mächtiger Verbündete in unserer Auseinandersetzung mit den Wehrgeiern im Ballenwald sein. Wenn sie so groß und mächtig geworden sind, wie mein Freund Gegailian behauptet,
könnten sie sogar das innere Darmriegels bedrohen. Ich plane, im nächsten Hochsommer dorthin zu reisen und die geflügelten Cretins zu untersuchen, damit ich den Rat einen genaueren Bericht erstatten kann. Ja, gut. Hat er da jetzt in Weißlauf, ja? Mit uns gesprochen in der Kriegergilde. Ja, cool. Da hat er sich die Falschen ausgesucht. Okay, Leute, das war wieder mal euer Toso für Let's Read Skyrim, die lykanthropische Legende von Himmelsrand, von Lentulus Inventius. Schönen Abend noch. Wir hören uns wieder. Ciao.